Schönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem weiteren Part Super Mario Bros. 3 Mix mit eurem Mr. Horror Jumper, der Romhack. Wir probieren dieses eine schöne Level nochmal. Ich habe echt keinen Plan, wie wir das schaffen sollen, weil... Ja, wenn dieser Glitch drin ist, dann ist er halt drin, ne? Oh Mann. Ja, das klang auch irgendwie wieder ein bisschen zweideutig und pervers, aber... Es ist schon okay. Wir machen das Beste draus und versuchen einfach, alles zu holen, was zu holen geht. Was wir können, wie auch immer. Moment mal, wir kriegen doch eine Feuerblume. Ich habe eine Idee. Ich werde das Spiel zurückglitschen. Ich weiß, das klingt irgendwie falsch, aber... Wir werden das schon irgendwie hinkriegen. Ich denke mir mal, das wird mit der Feuerblume klappen. Oha, vielleicht ist das sogar so gewollt. Vielleicht haben die Entwickler deswegen das Ganze so gemacht. Wir gucken einfach mal. Ich bin zwar nicht so sicher, aber wir machen ein... Wobei, da kam jetzt keine Feuerblume raus. Wo kam die denn nochmal? Ach, da vorne, oder? Moment. Das war doch, glaube ich, soweit ich weiß, hier. Ah, Tatsache. Moment, vielleicht lag das an der Feuerblume, aber nur vielleicht. Das kann nicht richtig laden, weil ich glaube, man kommt ja nicht weiter nach rechts. Wisst ihr, was ich meine? Dass das quasi irgendwie verschwindet. Ah, ich will sie aber. Warum kann man nicht alle 100? Oder, nee, gibt es überhaupt 100? Keine Ahnung. Warum geht das nicht? Ich werde jetzt irgendwie versuchen, das Ganze... auf die Reihe zu kriegen, keine Ahnung. Vielleicht muss ich ja die Piranha-Pflanzen irgendwie töten oder so. Oder das ist hier die... Nee, Moment. Geht das echt nicht? Kann ich nicht irgendwie... Jetzt sag nicht, ich muss komplett nach oben rechts irgendwie fliegen oder so, damit es dann... Das könnte ich mir sogar vorstellen. Ganz ehrlich, das würde ich mir sogar vorstellen können. Warum geht das nicht? Piranha-Pflanzen kommen aber nicht wieder. Da kann ich auch nicht rein. Aber es ist schade. Warum muss es denn jetzt so einen Fehler haben? Zum Glück gibt es mehrere Wege. Alter, jetzt sind sogar... Seht ihr das? Jetzt backt das sogar noch ein bisschen mehr rum. Ich habe echt keinen Schimmer. Das Problem ist, von links nach rechts kannst du das nicht laden. Weil das muss ja von rechts nach links laden, wegen dem Schalter. Geht das echt nicht? Nein, wie es aussieht, nicht. Am besten wäre, wenn das obere Stück von der Röhre irgendwie aufploppen würde, aber... Kann ich da irgendwie nicht... Nee, ich kann da echt nichts machen. Verdammt! Vielleicht sollte ich das nochmal irgendwann versuchen. Das ist wirklich ein Level. Okay. Dann eben nicht. Gucken wir einfach mal, wie wir die... Ja... Da sind mir die Hände gebunden, Leute. Da kann ich echt erstmal nichts machen. Oh! Ja, okay. Dann haben wir dich jetzt irgendwie zu uns gespawnt. Probieren wir unser Glück. Oh, mit Yoshi? Ach, das sind die! Alter, das ist doch lachhaft. Oder? Wenn man ehrlich ist, die sehen ja auch schon aus wie Yoshi. Nur irgendwie anders. Ich glaube, die sind nicht ganz auf der Höhe. Oh, wir haben es geschafft. Was ist das? Hä? Alter, was ist das für ein legendäres Item, was wir jetzt gerade bekommen haben? Frag mich nicht, ich habe auch keine Ahnung. Okay, Level 5 können wir knicken. Heißt, dieses Level muss jetzt hinhalten. Vielleicht ist das hier irgendwie machbar oder machbarer. Wer weiß das schon? Wir gucken einfach mal. Schlagen können wir nicht, hab's gerade ausprobiert. Ich dachte, ja, das wäre schon geil, aber... Nein, so weit, so gut. Aber das hier ist auch Super Mario World. Man merkt es sofort. Weil, ah, welches Castle war das nochmal? War das das erste, was so aufgebaut war? Ich glaube, ja. Ich glaube, die haben immer meistens die Sachen aus der ersten Welt oder so genommen. Krass, man kann sogar das drehen. Aber dahinter geht es nicht weiter, oder? Naja, allgemein nur, dass es die, also diese Möglichkeit gibt, ist schon irgendwie sehr schön. Aber ich habe so ein Gefühl... Moment, da unten ist eine Röhre. Ich bin doch nicht blind, Leute. Ich dachte so, hä, was ist das denn? Hättet ihr sie gesehen? Von den Farben her so? Oh Mann. Das geht ja bis an die Grenzen, Leute. Okay. Oh.
Das ist sogar die erste. Immer her damit. Wenn wir dann also quasi die Welt abgeschlossen haben, werde ich es nochmal versuchen. Jetzt sag nicht, ich kann da hochfliegen. Oh nein. Aber mir fehlt ein Tanuki. Gibt es hier irgendwie... Gibt es nicht. Aber da vorne bestimmt, ne? Komm. Ich spüre es. Alter, ich hab es... Ich hatte recht. Nein, jetzt geht der mir auch noch auf den Sack. Kann ich dich nicht irgendwie für immer töten? Nein, kann ich nicht. Jetzt kommt noch einer. Ist okay. Kann ich den nicht irgendwie despawnen? Junge, ihr wollt mich doch irgendwie auf den Arm nehmen, oder? Das kann nicht so weitergehen. Okay, jetzt oder nie. Und, was habe ich gesagt? Oder geht es da noch weiter hoch? Aha. Ist das vielleicht... Okay, das war ein bisschen riskant, aber ich habe es jetzt irgendwie mal ausprobiert. Hä? Aha. Ich weiß zwar noch nicht, wofür ich den brauche, aber... Ja. Wir werden uns jetzt erstmal beeilen müssen. Hä? Hätten wir die auch so bekommen? Jetzt bin ich mir unsicher, ob man damit nicht noch eine Starcoin bekommt, aber ich glaube nicht. Ich glaube, das war nur der Gedanke zählt oder so. Ey, da oben war auch noch was. Habt ihr es gesehen? Aber da war kein Schalter oder beziehungsweise ein Block, oder? Ich glaube, das war, wenn überhaupt, eine Münze. Krass. Der eine Münzsound kam, also Münzsound kam, aber der andere nicht. Das ist mir gerade mal so ein bisschen aufgefallen. Holy shit. Aber dieses Weiße irgendwie, das hat schon was. Jetzt lass mich raten. Da oben gibt es was? Wenn ich da mal hochkomme. Oh, du willst mich doch auf den Arm nehmen, Alter. Wie soll das denn gehen? Ach so. Nein, kann ich mich nicht dabei ducken? Ich muss mich doch dabei ducken können. Oh, wie soll das denn gehen? Oh. Lass mich raten. Verdammt. Ich hätte fliegen können. Komm schon. Ach so, dafür ist die... Ah. Jetzt... Ah. Okay. Ja, ihr könnt mich nicht austricksen. Ich habe es drauf. Naja, nicht immer, aber immer öfter, ne? Ja, Klaus Thaler. Ihr wisst Bescheid. Ich habe so ein ungutes Gefühl, wenn ich da runterfalle. Weil ich meine, da stirbt man. Ich will es jetzt nicht ausprobieren. Wir haben eh alle Starcoins. Ich bin zufrieden. Ihr seid zufrieden. Oh, schon wieder ihr. Ja, wie es aussieht. Nein. Oh, holy. Oh. Das war so ein befriedigendes Gefühl gerade. Oh ja. Das ganze Mikrofon ist jetzt verklebt, Leute. Ich muss aufhören. Perfekt, wir haben es geschafft. Wir können jetzt nochmal Yoshi reiten. Ja, ne? Ihr habt mich selten Yoshi reiten sehen, außer in Mario Maker damals, aber... Ja, es waren noch andere Zeiten. Oh, sogar ein Double, habt ihr es gesehen? Ich hatte einen Dreier mit Yoshi. Eigentlich ist es dann ja ein Vierer, ne? Oh Gott, darüber will ich gar nicht nachdenken. Was ist das schon wieder? Ach so! Warum war der... Alter, der hat sich gerade in eine Wolke verwandelt. Habt ihr es gesehen? Ja, okay. Das hier ist irgendwie sehr mysteriös. Ich will da oben eigentlich weitermachen. Ach so. Ja, geht nicht. Weil wir dann das eine Level... Ah, das regt mich auf. Wie sollen wir das denn schaffen? Geht das vielleicht, wenn ich den Tanuki habe? Ah ja, stimmt. Ich wollte ja fliegen. Das sollten wir vielleicht mal ausprobieren. Ich bin mir zwar nicht sicher, ob das jetzt hinhauen wird, aber wir probieren es einfach mal. Anders kann ich mir das nicht vorstellen, weil sonst lädt das Ganze nicht. Und ja, wir müssen halt ein bisschen tricksen. Ich hoffe nur, dass ich nicht getroffen werde. Das heißt, ich muss vorsichtiger spielen. Habt ihr es gesehen? Es wäre auch fast wieder ein Dreier gewesen. Okay, jetzt runter. So. Aber ich mag solche Level irgendwie. In Super Mario Bros. 3 war ich extremer Fan davon. Oder ich bin extremer Fan. Nein, tu es nicht! Genau das konnte ich mir denken, dass das passieren wird. Oh, ich habe sogar zwei. Sollen wir es nochmal probieren? Ich
Ich habe irgendwie das Gefühl, das wird nicht klappen. Und ich mache das gerade umsonst. Ah, mach mal später nochmal. Wir haben ja noch welche. Okay. Vielleicht brauchen wir auch die Hasenohren an einer gewissen Stelle, wo wir hochspringen müssen. Wenn wir dann dieses eine Level nochmal probieren. Boah, woher kommt der Sound nochmal? Ist der aus dem Wario Castle aus Super Mario Land 2? Weil das habe ich so selten gehört. Eigentlich müsste ich das ja schon sehr oft gehört haben, ne, wenn man so drüber nachdenkt. Weil man da so oft gestorben ist damals, weil das war wirklich hardcore. Das ganze Spiel ist easy going. Außer das Castle ist wirklich brutal. Oder woher kommt der Sound nochmal? Oh, was? Vielleicht doch Galaxy oder so? Ah, die Stelle kenne ich. Ja, ja, lauf! Das ist aus Super Mario Bros. 3, Leute. Daran kann ich mich noch erinnern. Das war, glaube ich, in diesem Wüstencastle. Und ich habe so ein ungutes Gefühl, dass er uns jetzt gleich kriegt. Ja, war klar, dass er runterspringt. Oh mein Gott, ich war so ruhig. Aber der Münzsound, Leute, er musste einfach sein. Pilz, komm her. Oh ja. Selbst im Wasser werden wir groß. Okay. Es wird grün. Ich hätte wetten können, hier kommt irgendwas durch, aber... Nee, sieht nicht danach aus. Aber so viele Blöcke und überall nur Münzen. Wisst ihr, woran ich das erkenne? Woran denn, Miss Aura Jumper? Ja, woran wohl? Da kann gar nichts wirklich großartig rauskommen, weil... Ja, hier sind Röhren. Also quasi, da ist direkt etwas über dem Block. Ich habe irgendwie... Das ist schon ein bisschen fies. Ah, Mann. Der ist einfach so gespawnt. Habt ihr es gesehen? Alter, ich dachte, der... Oh, der dreht jetzt noch eine Runde mit nach links und... Ja, falsch gedacht. Ich weiß. Oh. Jetzt komme ich wieder ein bisschen in Schwitzen. Die ersten Level haben sie wirklich so ein bisschen angepasst. Man hat sich wieder darauf eingestellt. Man hat den Yoshi... Aber ich finde das auch gut, dass sie ihn jetzt nicht wirklich so vergewaltigt haben, dass er jetzt wirklich in jedem Level vorkommt. Das wäre ein bisschen zu viel gewesen. Außerdem hat man ja die Möglichkeiten, wenn man gegen diese merkwürdigen Dinos kämpft, dass man, ja, so einen Ausgleich hat, dass man ab und zu nochmal das Gefühl hat, man reitet auf Yoshi. Oh Mann, ja. Lass mich einfach, das ist schon okay. So, Starcoin Nummer 1. Oh, irgendwie fehlte da. Der ist gar nicht gespawnt, habt ihr es gesehen? Ich war so schnell wie die Schallgeschwindigkeit, dass man... Ja, das gar nicht mehr realisieren konnte. Beziehungsweise er konnte gar nicht laden. Oh mein Gott, ich war zu schnell. Vielleicht ist es auch eines der... Nee. Nee, ich glaube nicht, dass es daran dann lag. Oh, das war Münze Nummer 100. Ja, komm her. Oh ja. Ja, Leute, es fühlt sich so befreiend an. Das muss da einfach sein. Ich finde diese Animation einfach so geil, ne? Die ist aber aus SMB 2, glaube ich. Ne, warte, aus SMB 3. Sorry, wenn man ja eine Schildkröte hat, dann schießt man die ja auch immer. Konnte man die einfrieren? Ich weiß... Oh, Gott sei Dank. Das ist ja irgendwie geil. Geh weg! Nein, ich wusste es! Oh, ihr wollt mich doch jetzt, ne? Ich wette mit euch... Hier gibt es gleich zwei Wege und die Starcoin ist hier irgendwo. Oder habe ich sie jetzt versemmelt? Warum sind da Münzen, Leute? Warum? Alter, jetzt sag nicht. Alter, ich muss hier fliegen und dann irgendwann Anlauf bekommen, oder was? Das glaube ich euch jetzt nicht. Ich hoffe mal nicht. Was? Das kann nicht dein Ernst sein, oder? Wie soll ich das denn auf die Reihe kriegen da an der Stelle? Vor allem, ich brauche einen Tanuki, Leute, sonst geht das nicht. Okay. Es kommen immer mehr. Ach so, ich weiß warum. Komm her. Ja. Starcoin Nummer 3. Ich wusste es. Ich wusste es. Ich hab's euch gesagt. Ihr wollt mich leiden sehen, ne? Ihr wollt mich einfach leiden sehen. Was? Moment. Habe ich die Möglichkeit nochmal zurück... Nee. Das einzig Wahre, was wir jetzt tun können, ist... Ich werde die jetzt erstmal auseinandernehmen... Und dann werde ich das Level nochmal neu starten. Ah,
come on. Ja. Dass wir es auch immer so spannend machen mussten, ne? Ja, wir haben alle besiegt. Jetzt geht's weiter. Das Level müssen wir jetzt wohl oder übel nochmal neu machen, weil, ja, ich muss da irgendwie Anlauf kriegen und dann da hochfliegen. Keine Ahnung, wie die sich das gedacht haben, also, ja. Keine Ahnung, ich weiß es echt nicht, wie ich das machen soll. Und den P-Flügel, den gibt es ja nicht, sonst würde ich sagen, okay, wobei, glaubt ihr, der wird hier irgendwann auftauchen? Oh mein Gott, der hat gespoilert. Aber es sieht irgendwie witzig aus, wie wir da kraxeln, ne? Ja, ist mir jetzt nur mal irgendwie in den Sinn gekommen. Vielleicht muss ich hier irgendwie fliegen und dann gibt es da irgendwie einen Weg oder... Moment, Moment. Warum gibt es hier diese Landeflugbahn, wie auch immer? Okay. Nee, ich glaube nicht, dass es was bringen wird. Oder? Nee. Okay, dann nicht. Schade, dass das nicht gespeichert wird, wenn wir jetzt so sind und dann ganz schnell so durchgehen. Doch, das wird gespeichert, aber ohne Scheiß, wie soll man das denn schaffen? Das würde niemals hinhauen. Ich finde es ein bisschen schade, dass man unter Wasser nicht mit seinem Schwanz angreifen kann. Wahrscheinlich, weil das Wasser zu kalt ist. Alter. Ich darf jetzt echt gleich nicht getroffen werden. Jetzt kommen schon die etwas krasseren Starcoins, ne? Also, da hat man wirklich was zu tun. Boah, ich habe echt Angst, zu schnell zu sein. Kann man da vielleicht rein? Auch nicht. Es muss doch irgendeine Möglichkeit geben. Warum schwimme ich nicht einfach mehr an der Seite? Nein! Oh. Ist aber wirklich. Oh, Gott sei Dank, Alter. Das war so klar, dass er direkt umdrehen muss. Nein! Ich glaub das jetzt nicht. Alter, wie soll ich das denn jetzt schaffen? Gibt es hier irgendwie eine Möglichkeit, unsichtbare... Vielleicht ist... Moment. Nee, doch nicht? Warte. Ah, Gott. Oh, komm. Jetzt sag nicht. Hä? Moment. Ach so, die Münzen ist das Spiegelbild. Wie geil ist das denn? Das heißt, die Münzen... Oh, wie geil. Ohne Scheiß... Gott sei Dank ist mir das aufgefallen. Oh, krass. Das finde ich geil. Das hat mich jetzt geflasht. Da wäre ich nie im Leben direkt drauf gekommen. Aber okay. Okay. Das war eine geile Sache. Ich bin beeindruckt. Ich bin begeistert. Okay, Boss. Wir können jetzt wieder ein bisschen herum dödeln. 1, 2, 3... Boah, krasser Scheiß. Ich hätte es fast geschafft. Ich hätte fast meinen Rekord gebrochen. Habt ihr die auch immer so schnell besiegt? Ah, hör doch auf. Nein, tu's nicht! Immerhin haben wir die Starcoin. Ich bin zum ersten Mal da gestorben. Und nur, weil ich das Level wiederholen musste, weil ich keine Geduld hatte. Beziehungsweise, ich wollte mich nicht treffen lassen. Ah, Alter! Ich glaube, ich habe meinen Rekord gebrochen, oder? Tja, denkst du, ne? Oder denkt ihr? Direkt mal speichern, ne? Man kann ja nie wissen. Das ist nicht dein Ernst, ne? Können wir dann nochmal zurück auf die Overworld oder so? Weil das ist ja schon irgendwie bescheiden, wenn... Soll ich das jetzt nochmal probieren? Okay, ich probiere es, aber... Okay, wir gucken. Ich kann nichts versprechen. Vielleicht muss ich dann da Anlauf nehmen und dann schnell die Starcoin da links holen und dann irgendwie nach rechts. Irgendwie werden wir das schon, ja, das Kindchen schaukeln. Können wir eigentlich rutschen? Ja, wir können rutschen. Oh, ich bin so dämlich, ne? Ja, das ist halt, weil es NES ist, Leute. Dann, ja, wobei, das ging ja trotzdem damals schon. Okay, keine Ausreden. Ihr habt mich ertappt. Auf frischer Tat. Oh ja, auf frischer Tat. Ja, jetzt, wie es aussieht, werden wir... Okay, die Starcoin. Die werden wir uns jetzt unter den Nagel reißen. Oh, ich habe so ein ungutes Gefühl. Ja, komm schon. Irgendwie muss ich das doch irgendwie auf die Art und Weise... Ich glaube daran. Nein, du bist so assi, Alter. Ich glaube das nicht.
Nein, was tust du? Oh, holy shit. Alter, ich hätte nicht gedacht, dass das jetzt hinhaut, aber es hat geklappt. Ich bin stolz auf uns. Okay. Wenn das wirklich nur so geht, Leute. Nein. Nein, ich glaube das nicht. Ich bin tatsächlich davon getroffen worden. Wie soll das bitte schon gehen? Kann ich das irgendwie... Ich weiß es nicht. Vielleicht muss ich öfter mal von links nach rechts, bis es irgendwie auftaucht. Es kann nicht spawnen. Es kann einfach nicht laden. Ich muss nach oben fliegen können. Wie soll das denn gehen? Warum... Oh. Mich würde ja interessieren, warum das von links nach rechts nicht laden kann, ne? Vielleicht irgendwie... Irgendwie so. Geht das? Ich weiß nicht. Es ist gar nicht geladen. Muss ich doch unten sein. Vielleicht irgendwie so. Moment. Dieses Level, das nimmt mir gerade den letzten Nerv. Wenn ihr davon Ahnung habt oder das bei irgendjemandem gesehen habt, schreibt mir das bitte in die Kommis. Ich werde dieses Level erstmal beenden. Okay, wir gucken, ob wir jetzt noch das eine Level schaffen. Danach würde ich sagen, ja, beenden wir den Part. Ich weiß nur nicht, ob ich nochmal zurück in die Welten kann, aber ich denke schon, sonst wäre das ganze System irgendwo ein bisschen Schwachsinn. Ich glaube, durch die Sterne kann man, glaube ich, nochmal gewisse Orte besuchen. Okay, wir haben jetzt das Schiff. Machen wir das Beste einfach noch draus. Warum bewegen sich die Münzen nicht? Warum sehen die jetzt so anders aus? Warum liegt da Stroh? Nein, ja, ich habe so ein Gefühl, wir können zwar diesen Weg hier wählen, aber das Problem wird sein, dass jetzt die Starcoin bestimmt unten ist und wir hätten nochmal runtergemusst und... Ja, wir werden es ja sehen, ne? Okay, die ist hier. Wie kommt man denn da hin? Wahrscheinlich so, wie man normal dahin kommt. Das ist ja jetzt auch wieder so ein Super Mario Bros. 3 Ding. Oh. Ja, nee, ist klar. Zwei Stück. Ich weiß... Ganz ehrlich, das ist mir zu blind. Zu Blindjump-mäßig. Bevor ich nachher da trotzdem irgendwo runterfalle. Muss ich da... Nee, da hätte man Anlauf nehmen können und... Habe ich das Level jetzt schon beendet? Normalerweise ist doch hier, glaube ich, das Ende. Achso, hier ist nur ein Checkpoint. Okay. Das finde ich jetzt... Okay, da merkt man wieder, das ist der Mix. Ja, das ist der Mix. Alter, das war knapp. Spawnen die auch immer wieder? Nee, ich glaube nicht. Nur wenn man das den Bildschirm verlässt. Sie haben das auch... Ah, das ist ein Mix aus diesem einen Level, was sich eigentlich bewegt. Aha. Interessant. Aber wie gesagt, es bewegt sich nicht, weil, ne, NES. Ich glaube, dann wäre das jetzt... Wobei? Nein, das ging doch auch auf dem NES. Oh, was rede ich da die ganze Zeit? Ich habe so eine Idee oder eine Vermutung. Okay, die war dumm. Aber man kann ja wohl noch träumen oder darf ja noch wohl träumen. Da ist die... Oh, wie geht das denn? Muss ich da klein sein? Jetzt sag nicht, ich muss da klein sein. Alter, rass ich aus. Kann man da hoch? Ah, da kann man bestimmt hoch. Wie soll ich denn da hochkommen? Oh nein, ihr macht es aber auch wieder so krass, ne? Ja, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Hätte man da auch runterfallen können? Habe ich das Level jetzt beendet? Nee, Moment, wir müssen da runter. Oh ja, wir müssen da runter. Und dann kommt auch der nächste Boss. Ich bin gespannt, wer es sein wird. Ich hoffe nicht, dass es wieder diese Kröte da ist. Wäre zwar natürlich ganz witzig, aber wollen wir das auch? Das ist natürlich immer die Frage. Alter, wie geil ist das denn? Mit Yoshi auch noch. Wow, ja, nee, ist klar, übertreib mal nicht. Holy shit, was hat er drauf? Ich hab Angst. Oh, er ist nach unten gekommen. Was? Was ist das denn? Alter, wir können nicht auf ihn drauf springen. Warum? Ich wollte auf ihn drauf. Der Idiot, der muss ein bisschen tiefer kommen. Ach so, man kann ihn doch treffen, ich wollte schon sagen. Ja, komm. Ah, Junge. Dafür ist Yoshi wirklich gut gemacht. Alter, du willst mich auch auf den Arm nehmen. Ja, nee, ist klar. Ja, klar, sicher. Wow, Yoshi. Nein, nein, es ist... Alter, man kann das Feuer aufessen? Wie krass ist das denn?
Yoshi frisst aber auch alles, ne? Alle guten Dinge sind drei, oder? Ja. Oh nein, er kommt uns jetzt wieder entgegen. Okay, ich hab... Das war kein gutes Timing. Das war definitiv kein gutes Timing. Ja, wir haben Welt laut Schriftzug geschafft. Welt 4. Aber, naja. Dieses eine Level, beziehungsweise die anderen, konnten wir jetzt nicht sehen. Keine Ahnung, wie ich das anstellen soll. Boah, wie geil ist das denn? Moment mal. Dieser Mix? Ist das dieses eine... Doch, das könnte dieser Sound sein aus Super Mario Land 1, oder? Doch, ich glaube schon. Schreibt mir das in die Kommis. Ich würde sagen, ich beende den Part an dieser Stelle. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir einen Daumen hoch, Daumen runter. Kommentiert, was das Zeug hält. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Also dann haut rein und schaltet wieder ein, wenn es wieder heißt Jump'n'Run Time.